SPD-Fraktion Otto Fricke. Geschätzte Frau Präsidentin, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen 3 Minuten kurz festzuhalten, was diese Koalitionsgespräche im Thema Haushalt und die Verhandlungen im Haushaltsausschuss ausgemacht haben, ist eigentlich fast unmöglich. Dennoch will ich mal eine Sache für diese Koalition voranstellen. Ein Haushalt ist nichts anderes als der Inbegriff des Kompromisses, den eine Koalition treffen muss. Da findet sich jeder, aber jeder auch nicht. Und ich möchte mich ausdrücklich bei den beiden Koalitionspartnern bedanken mit ihren Arbeitsgruppen, dass wir diesen Haushalt so hinbekommen haben, wie wir ihn in diesen schwierigen Zeiten auch hinbekommen mussten. Meine Damen und Herren, wir haben dabei auch die Parlamentsrechte gestärkt. Ich komme gleich noch dazu, zu der Frage der Anträge. Aber wir haben auch dafür gesorgt, was viele nicht mitbekommen haben, dass wir selbst bei der Frage des Beschaffungswesens schon eine erste gesetzliche Regelung vorgenommen haben, die dafür sorgt, dass der Haushaltsausschuss und damit das Parlament bei der Frage der Beschaffung im Militärwesen zukünftig eine explizit starke Rolle spielen wird. Wir werden das wahrscheinlich am Freitag noch einmal verstärken. Dafür großer Dank. Denn es ist am Ende wichtig, dass beim Thema Haushalt klar ist, dass die Bundesregierung nur das machen kann, was das Parlament als erste Gewalt ihr auch sagt, dass es zu tun hat, beziehungsweise dass sie es tun kann. Das wiederum, meine Damen und Herren, habe ich so das Gefühl, ist etwas, was in den nächsten Jahren auf uns noch an weiterer Arbeit zukommen wird. Denn wir müssen erkennen, wir können nicht einfach immer nur Leistungsgesetze ausbauen. Wir müssen auch immer noch in der Gesamtwürdigung sehen, dass diese Leistungsgesetze an die jeweiligen Realitäten sich anpassen. Das heißt dann nicht, weil ein FDPler das sagt, es geht um Kürzungen, sondern das heißt dann genau, dass man gucken muss, wo es notwendig ist. Es ist angesprochen worden, und ich sage das auch jetzt schon in Richtung CDU/CSU. Wir haben eine Sozialleistung ausdrücklich gestärkt, die Künstlersozialkasse. Und zwar deswegen, weil wir erkannt haben, dass wir hier den Schwächsten helfen müssen und dass hier andere Voraussetzungen in der Krise, in der Corona-Krise galten, als sie vorher waren. Abgelehnt worden ist diese Erhöhung von einer Fraktion, von der CDU/CSU. Das ist das, wo ich dann immer sage, da zeigt sich, wie diese Ampel wirkt. Man macht Kompromisse, man stärkt den sozialen Bereich, aber man weiß auch, wo die Grenzen sind. Und Herr Miltenberg, der Minister hat das schon zu den Stellen im Zoll gesagt, die Sie nicht haben wollen. Es ist schon gesagt worden zu den Stellen beim Bundeskriminalamt, die Sie nicht haben wollen. Jetzt gehe ich noch mal in die von Ihnen angeblich so hohen B-Stellen hin. Da ist so ein Krieg in der Ukraine. Da sind Kriegsverbrecher. Die wollen wir verfolgen mit Generalbundesanwalt, mit Bundesgerichtshof. Das sind B-Stellen. Wollen Sie die nicht? Oder sagen Sie, nein, das sind Stellen, die aufgrund der gegenwärtigen Situation notwendig sind. Und wir als CDU haben uns geirrt, dass wir bei diesen Stellen nicht mitgemacht haben. Das wäre sehr, sehr gut, wenn Sie das an der Stelle tun würden. So. Und meine Damen und Herren, ich will zum Schluss noch etwas sagen, weil es einfach auch mich ärgert bei der CDU/CSU. Man könnte jetzt Rainer Schäfte sagen, viel Lärm um nichts, aber ich will Ihnen das deutlich sagen. Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist es so, dass es der Opposition nicht gelungen ist, mehr Änderungen am Haushalt durch Anträge vorzunehmen als der Koalition. Sie haben es als CDU noch nicht einmal geschafft, halb so viele Anträge zu stellen, wie wir es als FDP noch in der letzten Legislatur jedes Jahr getan haben. Und um es zum Schluss zu sagen, und der Rest ist dann nach Shakespeare Schweigen, es war der CDU/CSU nicht möglich, selbst einem Konzept wirkungsorientierter Haushaltsführung beim BMF zuzustimmen. Das wollen Sie nicht. Überlegen Sie sich, ob Sie es beim nächsten Mal besser machen. Jedenfalls müssen Sie es besser machen als in dieser Legislatur. Nächster Redner für die SPD-Fraktion.